Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Wir sind in Lettland, haben medizinische Geräte geliefert und ja, jetzt müssen wir mal weiterschauen. Entweder holen wir uns einen Auftrag, aber was ich gesehen habe, hier könnte man noch was kaufen. Und zwar noch eine Firma. Wir haben ja noch keine. Jedenfalls nicht so weit im Osten. So, ich will keinen Auftrag. Ich will hier auf die Straße. Okay, recht Verkehr hier. Dann schauen wir uns mal die Firma an. Jetzt kommt schon wieder das Feuerwehrauto vom letzten Mal hier vorbei. So, ich würde sagen, wir biegen mal hier ab. Wo ist denn die Bude? Hier. Wie gesagt, wir sind schon ziemlich lange mit dem Scania unterwegs. Könnten uns jetzt natürlich hier gleich mal die Firma unterm Nagel reißen. So, haben wir das auch. Lettland haben wir jetzt auch eine Niederlassung. Eine kleine momentan noch. Ich habe ja gesagt, das letzte Mal, es wäre eigentlich wieder mal Zeit für einen neuen Lastwagen. Warte mal, ich könnte den eigentlich hier reinstellen. In meine neue Garage. So, da haben wir noch nichts verfügbar. Sonst haben wir da auch noch einige, wo wir noch aufstocken könnten. Aber wir sehen schon, täglicher Profit ist eigentlich gar nicht so schlecht. München, Paris ist eigentlich sehr gut mit 4 LKWs, 15.000. Bern ist auch nicht schlecht mit 4 LKWs, 15.000. München ist eigentlich ein bisschen schlecht. Ich glaube, das ist mein LKW noch mit bei, deswegen sind es bloß 10.000. Rom ist richtig gut. Führung, fast 18.000. Das ist nicht schlecht. Okay, wir sind jetzt hier. Haben natürlich gar nichts. Und würden mal eigentlich LKW-Management. Vielleicht LKW-Händler. Auch ein bisschen. Und ich habe ja gesagt, ich würde ja... Aha, da wären noch welche zum Freischalten. Oh, der nächste ist da. Online kaufen. Ich würde ja gerne mal einen DAF fahren. Ich glaube, so einen haben wir schon. Tuning-Version. Wir blättern mal weiter. Wir wollen da sowas Cooles fahren. Super Space links, Lenkung links, das ist gut. 510 PS, okay, 530 PS, Super Space 6x2, 480 PS und der hat 530 PS, 4x2. Wieso ist der am teuersten, wenn die anderen mehr PS haben? Das ist hier, glaube ich, die neuere Version alles, kann das sein? Und das ist noch, hier von der Front OS, ist es noch was Älteres. Also, wir wollen mal einen Zweiachser. Ich würde mal da Ausführung ändern. Jawohl, das wollen wir mal machen. Also eigentlich sieht es ja so nicht schlecht aus. Mal Zubehör.
Farbe wollte ich eigentlich mal schauen. Ich glaube, da gab es noch was Cooles. Ja. Genau, das könnte mir gefallen. Und ich würde gar nicht erstmal mehr machen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Weil sonst sind wir ewig dabei. Lackiert. Lang, kurz. Nö, 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 nö. Ja, da können wir jetzt noch viel. Wir nehmen den mal standardmäßig, würde ich sagen. Das Einzige, was wir vielleicht machen sollten. Ist das Nummernschild? Anwenden. Jawohl, machen wir wieder mein Nummernschild rein. Alles klar. Den Rest lassen wir so. Felgen gefallen mir eigentlich nicht. Vielleicht machen wir noch die Felgen. So, hat er da überhaupt schöne? Funny Chrome? Gibt's das für hinten auch? Dark Silver Chrome. Gibt es das hier vorne auch? Güte. Na, wir lassen das so. Ich glaube, so sieht es gar nicht schlecht aus. Warte mal, wir müssen mal. Okay, aber. Ihr seht schon. Wenn ich da erstmal anfange. Das Heck können wir gar nicht verändern. Nee, ist jetzt gut. Bestätigen. Kaufen. Dahin. Okay. Haben wir. Haben wir gemacht. So, dann habe ich ja noch gemeint, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir da noch einen Anhänger kaufen. Aufliegerhändler. So, was haben wir da? Da ist noch einiges dazugekommen, kann das sein? Puh! Das wäre ja noch richtig krass. Darf ich damit fahren, da überhaupt? Egal, wir kaufen das Ding mal. Ausführung ändern. Boah! Das muss ich haben. Vielleicht nicht in weiß. Was gibt es denn da für Farben sonst noch? Ah, ich kann noch so viel ändern. Kommt das hin mit diesem Orange? Ich glaube schon. Jo, nehmen wir den erstmal so. Boah, das ist ja richtig cool. Komm schon, das reicht. Bestätigen. Kaufen. Super, jetzt kann ich den wieder da nicht verwenden. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Okay, dann schmeiße ich ihn nach da. Okay, ich muss einen anderen kaufen. Irgendein, was ich da auch fahren kann. Oder vielleicht doch gar keinen. So, was haben wir denn noch? Das sind die Standarddinger. Der ist noch nicht mal freigeschalten.
So, ich würde sagen, mit dem Auflieger lassen wir das. Jetzt muss ich LKW-Management natürlich noch gehen. Jetzt ist er wahrscheinlich ganz da unten. Einsteigen. Jawohl. Dann nehme ich den. Der Scania bleibt mal stehen. Da stelle ich später noch einen Fahrer ein. Okay, da ist er. Also, Felgen. Finde ich jetzt noch, finde ich eigentlich ganz gut. Lackierung sieht auch super aus. Und ich wollte sowieso schon lang mal einen DAF wieder fahren. Haben wir jetzt gemacht. Wir suchen uns jetzt noch einen Auftrag natürlich, wenn wir schon hier sind. Frachtmarkt. Was bietet denn hier so der Frachtmarkt? Oh, wieso bin ich denn jetzt wieder da? Warte mal. Das war jetzt nicht. Ich will nicht nach München mit dem Teil. Ich will jetzt. Das ist nämlich immer das Problem. Wenn ich dann einsteige, bin ich nachher wieder. Schnellreise. Jawohl. Jawohl. Ich will dahin. Mit dem LKW natürlich. Der steht jetzt. Mein Scania steht da. Und der DAF steht in München. Jetzt fahre ich natürlich bis nach. Lettland, Lettland, genau. Ohne irgendwas. So, bin jetzt aber der Hoffnung, damit ich da irgendwas fahren kann. Och, jetzt ist es wieder dunkel. Wie kann das auch anders sein? Boah. Was ist denn mit dem nicht gut? Der klingt ja ganz komisch. Muss das so? Kann ich nicht schlafen? Was? Was hat das Ding für ein Problem? Boah, meine Güte, was für eine Ausstattung hier mit Wurzelholz und alles. Okay, dann suche ich mir jetzt trotzdem einen Auftrag. Frachtmarkt, auch wenn es dunkel ist. Jetzt bin ich ja am richtigen Platz, hoffe ich. Genau, was können wir denn da transportieren? Ein Boot? Boah, das ist mir zu weit. Salz und Gewürze, das ist mir noch viel weiter. Haben wir irgendwie nichts Vernünftiges hier. Wieder zurück nach Litauen. Ich will nach Estland. Also der Standpunkt scheint sehr günstig gewählt zu sein. Wir kommen da in aller Herrens Länder. Einfach nicht da, wo ich hin will. Russland. Was haben wir da? Gesteinsmehl. Da geht doch bestimmt noch irgendwo was anderes hin. Zugachsen. Zugachsen nach Estland. Estland. Das wäre doch was, oder? Druckbehälter haben wir schon mal transportiert. Was haben wir noch? Das andere ist schon wieder woanders überall hin. Windkraft. Windkraftwerksradturm. Also ich wäre dafür,
Eingabe drücke, bin ich wieder da und kann nicht schlafen. Meine Güte, der klingt aber krass. Da hörst du den Turbo pfeifen. Boah, ich mag das Teil jetzt schon. Das ist auch wieder so Straßenbahnzeugs, okay. Sieht auf jeden Fall riesengroß aus, irgendwie die Stadt, muss man doch sagen. So, hier muss ich irgendwo rein. Cool, sehr verwirrend hier alles. Okay, wir schauen noch mal. Frachtmarkt. Jo, machen wir. Preis spielt keine Rolle. Ich mach das nur just for fun hier. So, wo ist er denn? Da hinten. Das würde mir auf den Sack gehen, das würde ich als erstes mal abklemmen. So, 20 Tonnen haben wir da geladen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren. Ich finde es cool. Ich finde den Dorf natürlich auch ganz cool hier, muss ich ehrlich sagen. Sieht cool aus, gefällt mir. Drei Scheibenwischer, die haben ja völlig übertrieben hier. Fährt auch ganz gut das Teil. Man merkt wirklich Unterschiede
zwischen den LKWs. Nicht, damit ich hier einfach bloß sage, jojo. Nein, das ist wirklich so. Sieht schon richtig klasse aus. Wo wollen die ganzen LKWs hin? Boah, was hat der denn für einen coolen Anhänger? Boah, der pfeift, meine Güte. 530 PS. Und das Ding, das mit der Turbo zu tun hier. So, es geht Richtung Autobahn. Okay, Freunde des LKW-Fahrens. Ich würde sagen, ich fahre da noch weiter und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.